Hey. Mia, Gott sei Dank habe ich dich gefunden. Ich bin's, Ethan. Ethan? Ethan? Bist du in Ordnung? Du solltest nicht hier sein. Was meinst du? Du hast mich kontaktiert. Nein, nein, hab ich nicht. Hab ich? Hat dich jemand gesehen? Hat er dich gesehen? Er? Wer ist noch hier? Was geht hier vor sich? Daddy kommt. Wir müssen gehen. Daddy? Wir müssen gehen. Jetzt! Ja, dann. Ich folge dir unauffällig. Ich habe den Weg erkundet. Da war nichts. Wohin führst du mich? Zu einem sicheren Ort. Wirst du mir erzählen, was hier los ist? Süße, du warst 3 Jahre weg. 3 Jahre? Wirklich schon 3 Jahre? Was ist das hier? Was haben Sie dir getan? Nicht jetzt. Wir müssen erst hier raus. Ich glaube, es ist hier lang. Glaubst du das? Oder weißt du das? Ich hatte keinen Ausweg gesehen, aber vielleicht kennst du dich ja besser aus. Wir müssen reden, die Nachricht, die du mir geschickt hast. Nicht ich. Das war nicht ich. Aber das hast du. Hab ich nicht. Okay, gut. Erzähl mir nur, was hier los ist. Ich sag dir alles, was ich weiß. Wir müssen hier entlang. Mia, weißt du wirklich, wo du hingehst? Die Familie hat mir da Essen durchgereicht. Ich erinnere mich. Ach lol. Ja gut, dass ich das nicht gesehen habe. Hm? Oh Gott. Dort. Dort ist es. Hier ist es. Ich kenne diesen Raum. Es gibt noch eine Tür hier. Ich bin mir sicher. Sie ist nicht da. Sie ist weg. Sie ist weg! Wir werden eine Familie sein. Jetzt, wo du da bist. Was? Es gibt noch eine Tür hier. Ich bin mir sicher. E001. Das ist eine ältere Dame. Wie, du bist dir sicher? Mia. Wir müssen hier raus. Bleib einfach hier, okay? Ich werde mich umschauen. Aber sie kennt sich doch hier besser aus. Was soll das denn? Und wenn hier die Tür dahinter ist, dann... Da oben ist eine Puppe. Mag keine Puppen. Nicht in Spielen. Hallo Puppe. Mia? Das ist Mia als Puppe und das ist jemand anderes. Ich gehe mal ganz schnell dahin. Da ist die Tür. Hab sie gefunden. Mia? Ah. Hallo? Vielleicht ruft er später zurück. Karte des Gästehauses. Warte.
Pause immer noch hin. So erweitern wir. Mit R und C. Wer auch immer dafür R und C sie überlegt hat. Aber klar, auch nicht. Okay. Warum ist V-Karte und nicht Map? Ach. Okay. Geht beides. Ja, das wäre garantiert zu, ne? Erste Hilfe-Arznei. Erst. Wo ist das? Das war doch nicht hier. Wo war das denn jetzt? War das doch hier? Nö. Hä? Gibt's da eine andere Tür? Habe ich was übersehen? Oder muss ich schon wieder durch die Toilette? Durch die Tür, von der ich gekommen bin. Gibt hier keine andere. Mia? Was ist... Was ist los mit dir, Alter? Ich klicke, was ich kann. Bist du mir? Was war das denn? Nicht schon wieder. Nein! Ich bin tot, Ethan! Ich kann nie fortgehen! Ich will mich wehren, aber ich will nicht, dass sie mich tötet. Hände hoch! Ich will sie nicht töten. Muss ich wahrscheinlich. Stirb, du Olle. Hau ab. Thank you.
wird das denn? Da ruft ja tatsächlich jemand an. Du wirst echt nicht herkommen wollen. Wer ist da? Und was ist hier los? Ich heiße Zoe. Bei den Dachboden solltest du rauskommen. Dachboden? Geh dahin. Jetzt. Also ganz ehrlich, von so einer schlechten oder von so einer Einladung. Wo ist sie hin? Mia. Wo? Oh nein. Ja, ich glaube, die sehen wir nochmal. Komm, jetzt machen wir hier die Schublade mal zu. Sieht ja furchtbar aus. Aber ich habe eine Axt. Nicht damit irgendwie auf die Türen. Oh ja, das geht. Okay, Dachboden. Ach. Das ist hier passend, ne? Ach so, hier sind wir. Fehlt immer noch ein Dings. Okay. Aber eine Sicherung habe ich jetzt zum Beispiel auch noch nicht gefunden. Aber hier geht Strom ja anscheinend. Bei den Dachboden. Das muss eine sehr hässliche Frau gewesen sein. Oder Person, aber ich gehe von einer Frau aus, weil wegen der Handhaltung und so. Okay, ja. Vielleicht war auch das mal Mode. Ich kenne mich da jetzt. Welcher Dachboden denn? Der Dachboden. Aber wie geht das Ding runter? Ah, wait. Können speichern? Ja. Schaden wird's nicht. So, der Dachboden. Das sind die Treppen. Die Stairs. Vielleicht muss ich aber auch keine Dings finden, keine Sicherung, sondern die einfach nur umstöpseln. Das könnte ja auch sein. Weil ich meine, der Fernseher hat ja zum Beispiel auch Strom, aber den brauchen wir ja nicht. Dass ich einfach sage, ich snack mir jetzt hier eine andere. Stairs, ja, gut. Das kam mir unerwartet. Ich kann anscheinend keine andere rausnehmen. Schade eigentlich. Das heißt, ich kann jetzt erstmal auf die Suche nach einer Sicherung gehen. Du kannst Sparkplug sagen, ne? Aber das ist, soweit ich weiß, immer noch eine Zündkerze. Ja, dann gehen wir halt da runter, oder? Darf ich da. Ich kann nicht. Ah. Interessant. Ich kann anscheinend da nicht runtergehen. Okay. Ja, das haben wir ja schon gesehen. Das muss ich ja jetzt nicht nochmal gucken. Dann müsste es ja irgendwo eine Sicherung geben, die hier rumfliegt. Ah, die hat uns ja ganz schön durch die Wand geschallert, also Wahnsinn. Sind so welche ohne Sicherung? Nö. Da wurden ja anscheinend Versuche an Leuten durchgeführt.
weil da sind ja, wir hatten ja so einen komischen Tisch gehabt, dann sind da ein paar Leute gestorben, laut dem Zettel ein paar, haben sich verändert. Und, naja. Vielleicht hat Mia sich ja verändert und nicht... Ernsthaft? Ich komme da nicht lang. Hä? Vielleicht hat Mia sich ja verändert und nicht, ist nicht gestorben. Beziehungsweise stirbt jetzt schlechter. Hä? Aber ihr müsst doch irgendwo... Wait. Und so weit, ne? Hier gab es sonst keine Schublade. Ich kann die sicher nicht rausnehmen. Ich kann da nur was einsetzen. Dafür muss ich erstmal was haben, was ich einsetzen kann. Ja, aber der hat doch... Steckt doch einfach die um. Oder ist das irgendwie eine falsche Sicherung? Geht das nicht? Sehr viel zu realistisch, wenn das so wäre. Okay. Da hinten waren wir. Da gibt es theoretisch nichts. Hier. Dann kann ich mit der Axt. Okay, das geht nicht. Ich glaube, das ist wirklich nur als Waffe gedacht. Aber hey, immerhin habe ich eine Waffe. Vielleicht. Sowas hat man ja auch in der Küche, ne? So eine Krimskrams-Schublade. Hat man doch auch mal Sicherung rumliegen. Ich habe kein Lockpick. Das kannst du nicht verwenden. Bräuchte ein Dietrich. Wahrscheinlich ist da drin die Sicherung. Aber ohne Dietrich. Ah, oh, ich sehe, da kriegen wir das jetzt auf. Okay, probieren wir das halt so. Was ist da drin? Jumpscare oder kein Jumpscare? Da ist die Sicherung drin. Gut. Ich brauche noch einen Dietrich, aber den finde ich hier, glaube ich, nicht. Oder ist da hinten auch eins, wenn ich was? Ich glaube fast nicht. Und hier kamen wir ja anfangs. Nö. Wenn das Rennen ist, dann haben wir ein Problem. Vielleicht finde ich einen Dietrich ja auf dem Dachboden. Right? Das war eins zu früh. Hier. So, das sollte jetzt ja funktionieren. Ist okay, ich bin's. Ich weiß, du wolltest mir nicht wehtun. Das hättest du nicht tun dürfen! Das war verdammt wild! Aua. Kann ich dagegen irgendwie was machen? Oder... Wo kam die denn her? Da ist doch nichts. Oder ist da jetzt irgendwie offen? Ich war hier dreimal drin. Wie soll die... Ja. Stört mich der Arm irgendwie? Oder... Naja, die Hand stört mich auf jeden Fall mal nicht mehr. So kann man auch abnehmen. Also ich hatte nicht damit gerechnet, dass da jetzt die um die Ecke gescheißert kommt. Er speichert zwischen.
Wieder so eine Puppe. Pistolen. Guck mich nicht so an. Okay, gut. Ja, dann verwenden wir halt keine. Ja, zielen und Angriff. Ja. Muss ich jetzt nicht probieren, wir haben nicht so viel Muni. Können wir noch Schuhe wechseln? Können wir vielleicht die Hand abbinden? Ich bin gespannt. Noch mehr Munition. Toll. Das kann ja nur was Gutes bedeuten. Okay. Noch mehr Munition. Toll. Habe ich meine Axt noch? Ja, die Axt habe ich noch. Okay. Und damit switche ich jetzt. Okay, die Axt ist auf 1 und die ist auf 2. Nur der Wind. Bestimmt. Geht's denn hier raus? Okay. Ja, das ist belastend. Ich dich doch auch, Schatzi. Durch solche Krisen gehen manche eh nun mal. Können wir die Kettensäge nicht... Wo ist die Kettensäge? Nimm die Kettensäge mit. Junge, dann zersägen wir die das nächste Mal einfach. Soll sie sich mal davon erholen. Wo ist die Leiter hin? Guck mal nicht so rum. Ah, okay. Willkommen in der Familie. Oh! Hey. Ey. Augenschaft freigeschalten. Willkommen der Familie, Junge. Schon. Stirb uns jetzt nicht weg. Du hast Arbeit zu erledigen. Wo bin ich? Was zur Hölle? Gemacht, Schlafmütze. Zeit fürs Abendessen. Wer sind Sie alle? Wo ist Mia? Ist das? Es ist gut.
gut. Der tut nicht mal, wenn man es ihm unter die Nase reibt. Lukas! Verdammt, Alter, war nicht schon wieder! Geh mir aus dem Weg, Margaret. Der Junge muss was essen. Er muss sein Abendessen haben. Komm her, Junge. Los jetzt, komm schon. Komm schon. Er ist es nicht, Jack! Er ist es nicht! Halt, verdammte Maul, Margaret! Ich hab das für ihn gemacht! Raus hier, verdammt! Du bist ein Mistkerl! Ja. Ich kann es nicht glauben, Mistkerl! Er ist es nicht! Er ist es nicht! Das sollte ein ganz besonderes Festmahl sein. Komm her, Junge. Ja. Komm schon. Verdammt nochmal! Ich wette, es ist wieder dieser Kopf! Verdammte Schweine! Ich komme zu dir zurück. What the fuck war das denn? Er hat ihm mal eben die Hand abgetrennt und das wäre ja gut, war bei mir. Ich muss hier raus. Lebt sie noch? Können wir die als Geisel nehmen? Entschuldigen Sie, wo geht's denn hier raus? Okay, die scheint anscheinend noch ein bisschen da zu sein. Was gibt's denn als Nachspeise? Lecker. Ein Stiefel. Evelyn. Okay, wer ist Evelyn? Da gehe ich gleich hin. Kraut. Wie groß ist denn das hier? Von der anderen Seite verschlossen. Okay. Das weiß der halt einfach. Hallo Oma. Ich wollte Sie nicht beim Festessen stören. Es tut mir leid. Normalerweise habe ich ein besseres Benehmen. Aber heute ist ein verrückter Tag. Sie kennen das vielleicht. Geht's hier raus? Sieht zerbrechlich aus. Ah ja. Es ist mit Klebeband gesichert, das mit der Hand nicht entfernt. Was? Was für Klebeband haben die denn, dass es nicht mit der Hand entfernt werden kann? Danke. Garage steht da. Jetzt wissen wir es. Kann man da reingucken? Nö. Ja, aber. Aber ich krieg's nicht auf. Entschuldigen Sie, ich bin bald weg. Ich lasse nur alle Türen offen, weil Heizkosten gibt's ja eh nicht. Ich glaube, das juckt sie hier nicht mehr. Pistolenmuni. Oh ja, die kann man vielleicht gebrauchen. Schicke Anlage. Aber hier fehlt der Fernseher. Ach, der stand hier im anderen Raum. Stimmt. Drei Männer auf Erkundungstour vermisst. Die Staatsbehörde bittet um Mithilfe, drei Männer ausfindig zu machen, die am 9. diesen Monats von New Orleans zur Gemeinde Dalby reisten und seitdem unauffindbar sind. Bei den Vermissten handelt es sich um Peter Walken, Andrew Stickland und Clancy Javis. Die drei produzieren Videos für das Internet und waren nach Dalry gereist, um Videomaterial für ihre aktuellen Produktionen zu drehen. Ihre Videos behandeln hauptsächlich die Erkundung von verlassenen Häusern und Spukhäusern. Ja, ich glaube, wir wissen, was mit denen passiert ist. Naja, zwei von denen wissen wir. Aber ich glaube nicht, dass der dritte es auch überlebt hat. Überlebt hat. Der unfüllte Abgrund. Gleif
R. O'Brien. Okay. Nikos Hardware. Säge, Seil, Tierhalsband. 20 Stück. 20 vermisste Personen. Netto, Steuer, Brutto. Ups. Okay, ich glaube, aber in die Richtung waren wir nicht schon überall jetzt. Dann gehen wir mal auf die Falltür hier. Gibt's noch was? Nö. Ich frage mich, wofür ich das greife. Also, die geht gar nicht auf. Ja. Okay. Ich dachte, ich komme da durch und dann geht's halt weiter. Ach so, hier waren wir noch nicht, gell? Können wir da irgendwie... Bringt das was? Ach, dachtest du, du könntest dich vor dem Essen davon schleichen? Ja. Ich muss ganz dringend los. Gehe ich denn damit um? Ah, ich kann das blocken, ja, natürlich. Komm schon! Komm schon! Ey! Ich hab da gerade erst aufgeräumt. Verdammt, vermisst! Hau ab! Wie soll ich das ersetzen? Ich hab eine Hand. Aua. Was ist... The fuck? Sie sind tot? Okay, was? Wie soll denn das gehen? Soll ich einfach... Also ich bin das nicht gewohnt, dass ich so proaktiv in einem Spiel interagieren muss. Mehr so, du wirst von allen rumgeschubst. Naja, gut. Ist ja gerade passiert, ne? Okay, ich würde sagen, wir schauen mal nächste Folge, wie es hier weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Ciao.